Hallo, heute wollen wir euch zeigen, wie ihr die Poolleiter für den Westway-Pool, der 1,22 Meter hoch ist, zusammenbaut. Ihr braucht dafür 8 von diesen Schrauben mit einer Plastikkappe, die ist weiß. Und dann braucht ihr noch 4 mit einer Stahlkappe und die ist so grau glänzend. Zuerst bauen wir jetzt die 2 Füße zusammen. Dazu brauchen wir einmal so eins, was hier auch unten so ist. Und dann nochmal dieses da. Und ihr müsst jetzt aufpassen, dass ihr das nicht so zusammenbaut, sondern dass es auch richtig ist, dass man dann später auch hochlaufen kann auf den Treppenstufen. Und dann stecken wir das erste zusammen. Bis runter, dass man durch die Löcher gucken kann. So muss man draufgehen. Ja, und dann nehmen wir diese Schrauben, drehen die Karre vorne ab und schieben das hier durch. Und hinten wird es dann einfach angeschraubt. Das kann man, damit es fester wird, auch noch mit Schraubenzieher und sonst auch Schraubenschlüssel machen. Aber das muss nicht so sehr fest sein und da reicht das jetzt auch so. Das ist einfach so mit der Hand festhalten. Das machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Und dann macht man das auch noch bei dem anderen. Und dann hält man sie. Olli, halt die mal mit so. Das eine. Ja. Dann braucht man das Podest. Aufpassen, dass auch alle gleichmäßig drauf sind, sonst geht das nicht richtig. So. Schön gleichmäßig, das ist immer wichtig, sonst geht das nicht so gut. Der Flori schraubt das Podest erstmal an, Olli, und dann kommt die Haltegriffe oben, okay? Hier sieht man jetzt auch das Loch und hier auch. Und jetzt an solche Schrauben mit den weißen Plastikkappen. Und man muss jetzt aufpassen, da es hier 2 verschiedene Größen gibt, dass man dann auch die größeren erwischt, weil nur die passen rein von der Länge. Und dann tut man sie halt aufschrauben, die Kappe durchschieben. Aufpassen, dass es auch wirklich hinten rauskommt. So. Und dann schraubt man das hier hinten drauf. So, dann kann man wieder den Schraubenzieher nehmen, hinten festhalten und vorne drehen. Hier muss man es nicht allzu fest machen, sonst quetscht man das Plaste weg. Und dann macht man das einfach bei allen. So. Und dann nochmal mit dem Schraubenzieher nachziehen. So. Und jetzt kommt noch das hier oben. Die werden jetzt so aufgebaut, nicht so, weil dann kann man ja nicht mehr ran. Und dann, die kann man jetzt bis unter stecken. Und dann die kleineren von den Schrauben mit der Plastikkappe nehmen. Durchstecken. Hinten die Kappe wieder drauf. So. Festdrehen. So. Und das macht man dann noch bei der anderen Seite. Mit der Hand wieder ein bisschen andrehen. Und mit dem Schraubenzieher. Und fertig.